YouTuber, ihr Ninjas da draußen, heute wieder zu einer Folge Super Mario Odyssey zusammen mit mir, MG muss mit und ja, mal gucken, was wir noch alle zu erledigen haben. Viel haben wir ja nicht mehr. Und jetzt muss ich mal zu der Goomba-Lady nochmal hinter. Glaube ich zumindestens. Nee, hier war keiner. Wo in der Nähe? Ah, hier. Okay, ich gehe mal rüber. Ich gehe mal hier rüber. Und hier müsste noch irgendwo ein Mond sein. Hier leuchtet auch was. Sehe ich klar und deutlich. Warte mal. Muss ich da mit den Kaktus, mit den kleinen Kakteen, den großen Kaktus treffen? Ja gut, komm, einmal zu der Fahne hier. Alles kein Thema. Alles kein Thema. So, nehmen wir mal das Gefährt hier. Und laufen nochmal hier rüber. Ah, okay. Ja, genau den Kaktus erwische ich nicht. Wieder nicht. Nein, ich fall runter. Nee. Mann, wieso steht der so knapp am Rand? Wieso? Wieso denn nur? Das gibt's ja nicht. So, jetzt will ich aber den Kaktus hier erwischen. Na, geht doch. Oh, da vorne fliegt er. Flupp. Da haben wir ihn. So, jetzt laufen wir mal wieder zur Kopfstamm-Pyramide. So. Willkommen in der... Was? Brutzel eben. Bist du hier Besucher? Du weißt, wie die Anleitung funktioniert? Zeig's mir. Welche Anleitung? Also, das weiß ich. Zum... Was konstruieren der Anleitung öffne. Ja, wow. Ich will hier hoch. Wie komme ich denn da rein? Sag mir das mal. Ja. Nehmen wir halt das hier. Nehmen wir halt diese Steinschleuder. Diese kleine. Weil mehr fehlt uns ja eh kaum. Außer die drei hier drinnen. Deswegen gehen wir hier nochmal alle durch. Vielleicht finden wir auch noch die ein oder andere Münze, die sich hier irgendwo versteckt hat. So eine lila Coin oder so. So. Geben wir mal Gas hier mit dem Ding. Boink. So, was haben wir hier alles? Wieso ist hier ein Steg? Naja, vielleicht stiltechnisch. Ich weiß es nicht. So, gehen wir mal rein hier. So, ups. Oh, wieso kann man hier... Oh, schade. Ich dachte, ich hätte schon ein Secret gefunden. Na, fuck it. Bin ich mit dem Kopf angekommen. Was ist, wenn ich da runterspringe? Geht mal weg hier. So, passt. So. Man muss schon die Augen offen halten, wo hier noch etwas versteckt sein könnte. Hier in die Richtung nicht. Ja, schön, dass hier alle da auf dem Kopf steht. Hier um die Ecke rum. Geben wir mal ein bisschen Gas hier. Hier ist ein Schlitz.
Wir sind 4 Münzen und ein Mond. Also den haben wir schon mal. Den haben wir schon mal. Da komme ich nicht rein. Schlicht und ergreifend. Habe ich innen die Map? Wohl eher nicht. Nee. So, jetzt wären wir wieder normal. Autsch. Danke. Ja, einmal aufmachen. Schade. Ich glaube, ich muss da noch mal rein. Weil ich hier doch nichts hätte. Was ist eigentlich mit dem Stein hier hinten? Was steht der denn so da? Ah, okay. Da ist das Ding drin. Aber ich glaube, ich habe da ein bisschen was übersehen. Wieder mal. So, gehen wir mal Vollgas. Gut. So, und... ja. Komisch. Doch nichts mehr erinnern, was ich hier hätte finden können. Also den habe ich schon. Okay. Hier ist auch nichts mehr versteckt. Ja gut, dann habe ich da wirklich in der Pyramide definitiv noch was vergessen. Deswegen muss ich hier noch mal runter. So, es könnte ja auch wohl oder übel drunter noch sein, dass ich hier irgendwas verpennt habe. So, 6 Liter Münzen fehlen auf alle Fälle. Ich habe mich, glaube ich, nicht richtig umgeguckt. Ja, gehen wir noch mal rein. Ist halt wieder, weil so viel zu ist und hast du nicht gesehen. Falle ich da in den Tod? Ist jetzt wirklich meine ernst genommene Frage. Oder meine ernst gemeinte Frage. Hier so sehe ich nichts mehr. Oh, einmal rüber hier, danke. Cappy kann ich hier nirgendwo benutzen. Okay, hier sind nur Münzen. Schade. Also ich muss da drin irgendwas übersehen haben. Schlicht und ergreifend. So, da haben wir schon mal nichts Verstecktes. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Ich sterbe. Okay. Das ist schon mal sicher. Ist halt das Blöde, weil die X'e nicht das hier zeigen. Auch nicht, dass hier oben einer schwebt. So, nochmal rein in die Röhre. Und nochmal probieren.
nicht raus. Ich will schon drin bleiben. Mann, Mann, Mann. Kriege ich es jetzt hin? Ab und zu bin ich ein bisschen unfähig. So ein bisschen. Aber nur ein bisschen. So, hier ist eine Mauer. Yep. Habe ich zwei Bomben auf einmal gefressen? Ist hier irgendwo was? Wohl eher nicht. So, mal in die Röhre nochmal. Ist ja schön, dass ich den einen Mond gefunden habe. Und die anderen zwei eigentlich in der Mitte sind. Hier geht es ja nicht mehr weiter. Das ist es ja. Und dass zwei Monde unten sind, glaube ich jetzt auch nicht mehr. Dass da noch zwei unten sein könnten. Da ist nichts. Da ist nichts. Na, komm. So, hier sind noch ein paar lila Münzen. Okay, die haben wir gefunden. Lila Münzen haben wir gefunden. Das ist ja schon mal schön. Hier sehe ich jetzt auch nichts. Schade. Dann müssen die halt echt unten irgendwo sein. Oder ich bin halt einfach nur blöd. Ja, da bin ich nach unten gefallen. So, aber es erklärt mir immer noch nicht einiges. Ich überlege halt gerade. Was alles so sein könnte, dass ich hier... Dass hier noch ein Mond sein könnte. Es wird wohl kaum ein Mond versteckt sein. Nur wenn ich hier alle Kakteen wegmache. Nö. Das nicht. Naja, bin ich zu unkompetent gerade für... Als ich die gerade finde. Hier hinter den lila Münzen wird ja wohl auch nichts sein. Also die lila Münzen, die dort mal waren. Nö, hier ist nichts mehr. Schade. Schade, schade. Es könnte halt wirklich gut sein, dass drunter noch was ist. Aber ich es einfach nicht finde. Das ist so schade gerade. Denke ich mir. Ah, gehen wir mal nahe zum Loch. So, Timer ist eh schon wieder um.
Timer ist eh schon wieder um, also es könnte halt wirklich sein, dass es im Loch auch ist. Aber keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall zur Odyssee zurück. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil ja, dann sind wir durch mit der Welt. Wir gehen halt noch lila Münzen ab. Eigentlich nicht mehr viel. Wir gehen 3 lila Münzen ab und ja, 5 Monde. Ist halt echt bitter. Die 2 fehlen mir. Die 2. Da ist noch einer. Der wird mir nicht mehr angezeigt. Wieso auch immer. Ist halt so. Ist halt einfach so. Und ja, der eine halt, wo ich nicht reinkomme, wo ich nicht weiß, wie ich reinkomme. Ich bedanke mich jetzt auf alle Fälle fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Und ich sage ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal.